Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Sie und Grein müssen so bald als möglich aufbrechen. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Der Treueste der Treue. Unter euch ausgerechnet Himmler! Verrat! Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Dann soll die Armee kehrt machen! Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht, Verrat! Ich will sofort zum Bericht! Verrat! Dass diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Wir sind Soldaten. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Unter euch ausgerechnet Himmler! Ist das Feiglinge, Verräter, Versager! Verrat! Es bleiben im Raum. Ich hätte gut daran getan!